Danny, wo geht's hin? Zum Mar Menor, genau. Aber vorher machen wir Wose wahrscheinlich Zwischenhalt. In Denia, genau. Soll ich die Segelschule an? Nee. Die Tonne, die lässt du an der Steuerbordseite. Also da. So wie der. Also wir sollen nicht dazwischen gehen. Genau. Kannst drauf zufahren, auf die Tonne. Nochmal Schifffahrtschaft. Kein Kollisionskurs. Das heißt, Kollisionskurs ist, dass man so fährt, dass man gegeneinander fahren kann. Wir sind hier in Moraira, kleiner Ort an der Küste zwischen Denia und Alicante. Ganz hübsch im Vergleich zu vielen anderen Orten, die hier so entlang der Küste sind, weil eben keine große Bettenburg mit Hochhäusern, sondern ein bisschen ursprünglicher noch, auch touristisch, aber ganz hübsch gemacht. Aline, was ist denn heute passiert? Was war heute für ein Tag? Ich bin heute ins Krankenhaus gefahren mit Ava, um ihre Hand kontrollieren zu lassen, all dieweil die in die Wachskiste geraten ist. Ich habe mich aufgepasst, irgendwie Ava und Benno sind hier unten im Fußraum rumgekrabbelt im Cockpit. Ich habe die Wachskiste aufgemacht, weil ich nur ganz schnell noch was wegpacken wollte. Mach den Deckel zu, setz mich drauf und es kracht wirklich, als ob man auf so kleine Äste tritt im Wald, ganz ekelhaft. Und ja, das war Avas Hand. Unglaublicherweise ist nichts kaputt, die Hand ist also auch minimal nur angeschwollen. Er hat halt einen kleinen Bluterguss in der Hand, also hier, ne, Mittelhand. Aber alles gut gegangen, toi toi toi. Ja, tapfere Kleine. Ein ganz normaler Wahnsinn an Bord. Bordschule, Kinderbespaßung und Kochen müssen irgendwie parallel funktionieren. Was ist das? Schnapp. Was ist das? Nee, ich filme euch. Anders als ursprünglich gedacht, fahren wir nicht bis zum Mar Menor, sondern warten in Moraira auf die Ankunft unserer Freunde. Es fällt uns nicht schwer, die Zeit in dem hübschen kleinen Städtchen zu vertreiben. Und die Kinder üben sich im Klippenspringen. Wir bekommen Besuch. Zu acht auf der Herz aus Gold. Das hatten wir noch nie. Mario und Luis, die besten Freunde von Stevie und Lennis, besuchen uns für eine Woche. Ich nehme mir eine kleine Auszeit an Land, um ein wenig in Ruhe an unserem Blog zu arbeiten. Herz aus Gold ist wirklich ein kleines Raumwunder, aber mit guten Freunden ist der Platz eh nie zu klein.
Jeder an Bord hat eine Aufgabe und muss mit anpacken. Und manche haben sogar richtig Spaß dabei. Wir sind seit langem mal wieder in einer Marina und nutzen die Zeit, um das Boot sauber zu machen und die Wassertanks aufzufüllen. Und auch die Vorratsschaps sind leer und müssen neu aufgefüllt werden, was bei uns jedes Mal ein Tagesausflug ist. Die Kunst besteht darin, nicht tot umzufallen bei der Hitze. Essensbeschaffung. Wagen ist schon voll. Maximal bepackt machen wir uns auf den Rückweg. Um zum Mar Menor zu gelangen, muss man eine Brücke passieren, die nur zu ganz bestimmten Tageszeiten geöffnet wird. Uns persönlich hat das Mar Menor nicht so gut gefallen und so brechen wir schon am nächsten Tag wieder auf, Richtung Süden. Da haben wir ordentlich Wind. Wir sind auch richtig schnell. Wir fahren 7 Knoten, 6,7. Benno findet es gut. Und wir haben vor allen Dingen ordentlich Welle. Ja, das kann man jetzt wahrscheinlich gar nicht so richtig sehen, aber so um die 2, boah, nee, mehr, ne? 53 Stunden, die haben. Also gerade die eine, uns hat eine umgeschmissen. Fast, hat sich umgeschmissen, erwischt. Und die hatte auch mehr und ist leider der Inhalt meines Suppentellers, die ich gerade gemacht hatte. Linsensuppe hat sich hier leider in der Babykoje ergossen. Gott sei Dank nicht über die Babys. Wie sieht das dann hier aus? Nach einem Tag- und Nacht-Segeltrip. Chaos pur. Die Jungs haben hier geschlafen. Malte schläft immer noch. Oder schon wieder. Und hier türmen sich die Sachen, die durch die Gegend gefallen sind. Hallo. Und da ist der Lenny. Und da sind die Babys. Mit ihrer Mama.